Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem neuen Video. Und heute fängt das Road to Nuklear an, wo ich versuchen werde, ein Nuklear zu bekommen. Was für viele wahrscheinlich, also viele denken wahrscheinlich, nee, der kann keine Nuklear bekommen, weil er viel zu schlecht ist. Aber viele, die lange dabei sind, wissen ganz genau, dass ich sogar ein relativ guter Spieler bin. Und dass ich meistens bei den Live-Commentaries auch gar nicht wirklich Wert aufs Gameplay lege, sondern eher auf die Unterhaltung und eher auf den Spaß und das Ganze. Und gar nicht wirklich auf meinen Score achte und mich auch nie so wirklich drüber beschwert habe. Außer ab und zu, aber ich habe mich oft mit Gameplays zufrieden gegeben, die nicht gerade extrem gut waren. Ich hab sogar etwas hochgeladen, wo ich verloren habe, was vielleicht der eine oder andere nicht sehen will, aber es war trotzdem spannend. Und in dieser Serie wird es so sein, dass ich wirklich mein Bestes geben werde. Ich werde extrem tryharden, also sehr, sehr tryharden, so wie ihr mich eigentlich normalerweise nicht kennt. Und ja, eine Sache, die ich anmerken muss, und es kann sein, dass ich mich wiederholen werde, also sorry dafür, falls ich es schon im Video erwähnt habe. Aber ich wollte unbedingt noch ein Video hier im Real Life jetzt zwischen dir und mir machen, weil das Gameplay irgendwie stört, wenn ich sowas erzählen will. Ich habe noch keine... doch kein Orbital-Satellit freigeschaltet und noch nicht mal eine Konterdrohne. Allerdings, ich habe einen neuen Account oder einen anderen Account, wo ich das Level erreicht habe, weil ich bei diesem Account, mit dem ich jetzt spiele, leider Prestige gedrückt habe und ich weiß, es war ein Fehler. Aber ja, deswegen, ich spiele nur mit der Drohne. Das ist aber kein Problem, weil ich an diesem Tag, wo ich es aufgenommen habe, nur mit der Drohne irgendwas mit 20er Streak erreicht habe und nur mit der Waffe. Das heißt also, es ist auch mit der Drohne möglich, aber natürlich mit dem Orbital-Satellit, wenn ich ihn habe, werde ich ihn natürlich benutzen. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge machen und es war sehr, sehr knapp, diese Folge, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber ich will nichts spoilern, schaut euch es selber an und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen. Der kürzeste Weg ist mit einem Daumen nach oben. Also viel Spaß! Und ich habe jetzt mein Intro zweimal gesagt. Ich glaube, ich schneide das raus. Ein Nachteil hat das Ganze, dass ich jetzt schon anfange. Und zwar, ich konnte irgendwie nicht warten. Aber ich habe nur die Drohne. Ich habe gar nichts. Und etwas Cooles, was ich euch zeigen wollte. Und zwar, wenn wir auf die Medaillen gehen. Ich habe zum Beispiel heute unnachgiebig geschafft, nur mit der Drohne. Also 20 Feinde eliminiert, ohne zu sterben. Und hätte ich noch ein paar Feinde mehr eliminiert, hätte ich die Nuklear gehabt, aber privat. Aber ich will es gerne in dieser Serie schaffen, weil es nicht dasselbe ist. Und live ist es schwerer, vor allem auch, weil ich ziemlich aufgeregt bin, auch muss ich sagen, weil, keine Ahnung, ich bin irgendwie aufgeregt. Deswegen, ja, lass uns in ein Herrschaftsspiel gehen. Für die Leute, die sich jetzt wundern, wie habe ich die Iron für 90 und wie habe ich sie bekommen? Ich spiele übrigens mit Hardline, damit ich schneller die Killstreaks bekomme. Wie habe ich sie bekommen? Ja, ich habe sie freigeschaltet, man kann eine Waffe freischalten. Dann ist mir aufgefallen, ich hätte lieber den Orbi freischalten sollen, weil ich habe nur die Drohne. Und ich habe das auch nur mit der Drohne geschafft. Und ein Orbi, für die Leute, die es nicht wissen, eine Nuklear bekommt man mit 30 Kills, nur mit der Waffe. Nur mit der Waffe, ohne zu sterben. Und das werden wir machen. Das werden wir tun. Und das ist die Serie. Ich habe mir übrigens vorgenommen, mal zwei Spiele zu machen und nicht in den Lobbys reinzukommen, wo ich am Verlieren bin. Das sagt nämlich. Und noch was zu erwähnen, ich werde extrem tryharden. Ihr wisst gar nicht, wie hart ich tryharden werde. Das war ein guter Anfang, aber jetzt erwarte ich mir sowieso nicht, dass ich irgendwas schaffe. Ich werde extrem, extrem tryharden. Also ich werde jumpen. Also ich weiß nicht, ob ihr quasi mich so kennt. Ich werde quasi mein Bestes geben und das meine ich wirklich ernst. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen demotiviert. Weil ich habe zum Beispiel nur eine... Ich habe zum Beispiel nur eine Drohne. Das ist ein guter Anfang. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie ziemlich kacke, muss ich sagen, dass hier so... Dass wir so krass am Verlieren sind oder dass ich nachgejoint bin. Aber ich kann es halt... Ich kann es leider nicht ändern. Der Typ, was versucht er dort? Ich nehme mal die SKH, um es sich lohnt, sich frei zu... Wow! Das ist heftig, schaut euch das mal an. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, wo die spawnen, ich sehe nur Scheiße. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt habe ich eine Drohne. Kann ich super gut einsetzen. Zum Glück habe ich die Drohne. Jetzt, wo eine MP in der Luft ist. Hammergeil. Wow! Okay. Ja, nice. Endlich ist der MP weg. Das wird natürlich nicht das letzte Spiel sein. Das wäre komisch. Ich versuche schon, die Folgen ein bisschen öfter zu machen. Aber irgendwie bin ich ganz froh, dass ich es in dieser... Dass ich es hier noch nicht schaffe. Weil, schon wieder? Weil ich will nicht, dass es gleich in der ersten Folge endet. Wow! Ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Ich habe wirklich keine Ahnung gerade. Kommt da keiner? Wo sind die ganzen Gegner hin? Ich glaube, die sind im Urlaub oder sowas auf Mallorca. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich werde sterben. Wow!
Der Typ hat auf mich gewartet. Das war gruselig. Der Typ war gruselig, der hat auf mich gewartet. Er will mehr als mich nur killen. Er will mich irgendwo anders killen. Keine Sorge, ich mach mich immer selber lustig über die Gegner. Endlich! Ich verstehe nicht, was es soll. Ernsthaft nicht. Oh, wow, was tue ich da? Konzentration, Danny. Aber zum Glück endet das Spiel gleich und wir können gleich mit dem nächsten Spiel beginnen. Ich bin irgendwie ziemlich froh drüber, aber ich kann jetzt nichts für. Und ich skippe gerne ungern Spiele, vor allem es kann ja auch sein, dass ich... Oh mein Gott. Ah! Wie intensiv ist das denn? Dieses Game ist viel zu intensiv. Bei intensiven Games bekomme ich keine Nuklear. Obwohl das Spiel automatisch intensiv wird. Vielen Dank. Oh nice, 3 Kills auch zum Schluss geholt. Ja, das war das erste Game. Ihr seht, ich try hard extrem. Ihr werdet noch so viele Dropshots sehen wie nie in eurem Leben. Der hat ein gutes Aim. Was für ein Loser. Ich verlasse mich ein bisschen auf meine Teammates, dass die auch mal ein Obi bekommen oder sowas. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Ich hoffe, das kommt gut an hier, dieses Road to Nuclear Badass. Road to Badass Nuclear soll ich das nennen. Das wäre nice. Das war das erste Game. Zeit fürs zweite. Und ich brauche mein Obi. Fuck. So, nächstes Spiel ist Raid. Ah, ja, ich behalte die Drohne. Ich will keine Killstreaks nehmen. Ich will mich daran gewöhnen, dass ich keine Killstreaks nehme. Und für die nächste Folge, wenn ich nicht unbedingt extrem Lust habe, wieder aufzunehmen, dann werde ich auf jeden Fall bis zu Level 42... Wann? Wann hat man den Obi? 42, das geht ja noch eigentlich, oder? Das geht ja noch. Das sind dann 14 Level noch mehr. Es dauert zwar noch eine Weile, aber na gut, na gut, na gut. Sollte kein Problem sein für uns badass Menschen. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Ich hoffe es wirklich sehr. Und ich will es wirklich schaffen. Ich weiß nicht, habe ich schon erwähnt? Es erinnert mich so leicht an die Serie The Escapist auf meinem Let's Play-Kanal, die meisten von euch kennen sollten sogar. Wo ich quasi aus dem Knast ausbrechen muss. Und das ist viel schwerer, als hier eine Nuklear zu bekommen. Da auszubrechen, aus jedem einzelnen Knast. Und zum Beispiel heute habe ich The Escapist 3 Stunden, 4 Stunden gespielt. Und ich versuche wirklich alles, um da auszubrechen. Wenn ihr mich übrigens in der Lobby seht, bitte arbeitet mit mir zusammen. Das ist viel besser, als wenn ihr jetzt gegen mich arbeitet. Okay, das war irgendwie ziemlich kacke. Ich habe nicht mal einen Kill bekommen, aber 1000 Hitmarker, okay. Meinetwegen. Wie wär's mit einer Semtex in deren Gesicht? Hör auf, Teammate, bitte. Hör auf damit. Oh mein Gott. Wer wartet dort? Wer wartet dort, bitte? Was ist das? Keine Ahnung, ich glaube, das ist einer der einzigen, der das tut. Was? Was? Was habe ich da getan? Was? Das ist ein Kackanfang. What the fuck? Vorher habe ich besser gespielt, als ich noch nicht aufgenommen habe. Viel, viel besser. Nice, vielen Dank. Gleich ein Dreier-Spray. Das will ich sehen. So. Ah! Ah, Ich hätte wissen müssen. Ich hätte dahinter warten müssen. So, nimm das. Ist nicht tot. Wo spawnen die? Alle da hinten. Da hinten ist jemand. Aktualisieren. Okay, ich weiß, von wo sie kommen. Sie kommen alle durch den mittleren Bereich. So. Vielen Dank für den Kill. Ja. Ich bin halt ein bisschen unkonzentriert. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wo sind sie? Aber es sollte nicht so schwer sein. Ey, mit Orbi, ey, komm schon. Mit Orbi, da muss man extrem viel Pech haben, wenn man dann nie eine Nuklear bekommt. Ich meine, ich kann ja ein Orbi bekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ja nicht das Problem. Ich habe schon 1000 Orbis gehabt in meinem Leben. Aber noch nie Nuklear, weil ich es nie versucht habe. Nein! Ah, ja, okay, da wusste ich ja sterben werde. Das darf ich nicht tun. Oh, ich hasse Sniper. Ich hasse es, wenn Sniper von irgendwo rauskommen. Das ist nicht meine Stärke. Vielen Dank für den Kill, Sniper. Vielen Dank. Ich weiß nicht, mögt ihr es mehr, wenn ich ernst spiele oder mögt ihr es mehr, wenn ich ein bisschen rumtrolle? Weil ich spiele wirklich ernst gerade. Also zu 100% wirklich, wirklich ernst. Nur, dass ich halt ein bisschen aufgeregter bin, ne, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich war lange nicht mehr aufgeregt in der Video und das war ein Kill. Okay. Ja, nice. Vielen Dank. Wir kommen alle von da hinten. Ja, oh mein Gott. Nein!
Verdammt! Auch so ein Tryharder. Ich bin der einzige Tryharder in der Lobby. Ich warte die ganze Zeit, bis mein Teammate irgendwie eine... Was? Er hat ein Collateral bekommen, genau. War das ein Collateral? Ihr habt es bestimmt gesehen, oder könnt ihr zurückspulen. Weil wenn das unten links unsere beiden Namen gleichzeitig aufgeploppt sind, war das ein Collateral. Herzlichen Glückwunsch an Disney Sniper, wenn du das jemals in deinem Leben sehen solltest. Oh. Da ist jemand. Vielen Dank, Teammate. Vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. Das ist ein Sniper. Oh mein. Das ist unglaublich. Komm schon, das ist ein Sniper. Wow. Ich glaube, Sniper könnten etwas sein, was... Was mir das Ganze kaputt machen kann. Ich kann nicht glauben, dass ich nur mit der Drohne spiele. Bin ich nicht badass jetzt? Ah! Ich hasse das, wenn die so rumzucken. Teammates, nimm... Nice, 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 Teammates. Good job, good job. Nein! Was? Ah, die spawnen auch da hinten. Ich sehe es gerade. Die haben die Flagge eingenommen. Ach, du Scheiße. Das wird hart. Wenn ich mit solchen... Was? Wenn ich mit solchen Leuten in der Lobby bin, dann kann es schon zum Problem werden. Zu einem sehr, sehr... Oh mein... Ah. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich da tue. Ich würde es auch gerne wissen, aber ich kann es euch nicht sagen. Ist das dein Ernst? Dieser Motherfucker, das kann ich nicht leiden. Ah! Was tue ich da? Oh mein Gott, wenn ich privat... Oh mein Gott, wenn ich privat spiele, bin ich so viel besser. Das verspreche ich euch. Ich kann es nicht glauben. Aber privat, ich muss sagen, wenn ich es hier im Live-Commentary bekomme, dann bedeutet das mir viel mehr, als wenn ich es privat bekomme. Das ist nicht mal annähernd dasselbe. Deswegen, ich würde schon gerne ein Video bekommen. Wow! Was ist das? Okay, das war die erste Runde. Die war ziemlich schlecht. Oh. Ich freue mich schon, wenn ich den Orbitalis-Lead haben werde. Ich freue mich extrem. Ja, super coole Killcam. Dieser Noob. Wow. Schaut euch da... Was? Wie? Wie behindert ist das denn bitte? Ich weiß nicht, wie ich ihn nicht bekommen konnte. Bitte fragt mich nicht. Oh, let's go, let's go, let's go. Nehmen wir schnell die Flagge ein, damit ich schnell die Drohne bekomme. Einer hat in die Kommentare bei Facebook geschrieben, Road to Drohne. Als ich euch gefragt habe, ob ihr einen Road to Nuklear sehen wollt. Ja, genau, Road to Drohne. Als würde ich keine Drohne bekommen. Ja, ich musste ein bisschen lachen. Oh, ich bin ein Double Killer und dann bin ich gestorben. Das pisst mich an. Ich will nicht sofort sterben, nachdem ich etwas bekommen habe. Keine Sorge, das wird auf jeden Fall aufhören. Das ist nur die Aufwärmung, das kann ich euch erzählen. Was? Oh mein Gott! Ah, oh, komm schon! Ich konnte so viel besser spielen vorher. Ich kann es nicht glauben, aber ich kann es auch nicht beweisen. Aber ich will es auch gar nicht beweisen, weil normalerweise müsste ich auch in der Lage sein, im Live-Commentary gut zu spielen, nur... Ich bin so aufgeregt, wow! Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ihr müsst mir das wirklich verzeihen. Was? Hab den Kill nicht bekommen. Oh mein Gott. Da, Blendgranate. Was? Oh mein Gott, dieses Live-Commentary ist kacke. Das ist sehr, sehr kacke. Da hinten ist einer, ich sehe ihn. Nice, vielen Dank. Gerade hinsetzen. Nice, vielen Dank. So, hier spawnt jetzt... Ich spawn die in der Menge. Einer wird jetzt hier langlaufen. Ich glaube, die spawnen da unten. Ja, okay, ich weiß wo, ich weiß wo. Ich glaube, die wissen, dass ich hier bin, weil ich... Okay, dann nicht. Nice. Was? Seht ihr das? Ich glaube, das lag auch vorher in der Connection, als diese Killcam kam. Bei anders kann ich mir das nicht erklären, um ganz ehrlich zu sein. Vielen Dank für die beiden Kills. Da hinten ist noch einer. Ich aktiviere sogar eine Drohne und meine Teammates... Ah, okay, das war sehr schlecht. Ich weiß nicht. Könnt ihr mich verstehen, wenn ich sage, ich glaube nicht an mich momentan, wenn ich nicht mal den Orbi habe? Und wenn mir das irgendwie... Ich weiß nicht. Es ist schwer für mich, an mich selber zu glauben,
Weil ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Nuklear gehabt. Ja gut, vielleicht liegt es daran, weil ich noch nie versucht habe. Und ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, eine Nuklear auch ohne den Orbit zu bekommen, mit Sicherheit. Nur mit der Drohne. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber es ist einfach viel, viel wahrscheinlicher, wenn ihr versteht, was ich meine. Nice. Zeig dich, zeig dich. Ich gehe lieber nicht da lang. Ich hab keinen Bock. Hab Besseres zu tun. Man muss hier einfach spawn-trappen. Oh Gott, mit dem Orbi, das wäre so easy. Wow. Das wäre das Easyste mit dem Orbi. Schaut euch das an. Oh, da soll ich nicht lang gehen. Die Drohne, nice, vielen Dank. Oh, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon auf episches Gameplay freuen. Oh, 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 oh. Ich sehe, da kommt... Ich weiß gar nicht, wie ich noch am Leben bin. Ich kann es euch ernsthaft nicht sagen. Nice, Teammate, nice, Teammate. Trotzdem bist du eine Missgeburt, weil du snipest. Und nicht snipen kannst, du versuchst es aber. Ich glaube, die kommen hier rein. Ja, die kommen hier rein. Aber nicht, wenn ich hier drin bin. Dann kommen die nicht da rein. Vielen Dank. Komm schon, Teammates, gib mir ein Orbi. Moment mal, wie viele Kills habe ich eigentlich momentan? Das würde mich jetzt mal... Oh! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Wie viele Kills habe ich? Hier hat jemand mitgezählt? Hat jemand mitgezählt, wie viele Kills ich habe? Oh mein Gott! Oh, what the fuck? Wie weit bin ich entfernt? Oh mein Gott, das ist kacke gerade. Durch sowas sterbe ich, weil die von da kommen immer. Ich will gerade wirklich nicht sterben. Aber noch 30 Sekunden, ich muss rein. Also, ich muss rein. Ah! Wie weit war ich entfernt? Hat jemand gezählt? Ich glaube, ich war noch eine Menge entfernt. Aber das sah echt flüssig aus. Wow. Das, so bekommt man ein Orbi. Wenn man nicht darauf achtet. Nice. Oh nein. Ich hab bei meiner... Okay. Wow, wow, wow. Okay, das war's. Das war die erste Folge von Road to Nuclear. Es wird eine lange Reise. Es wird eine lange Reise. Obwohl ich ganz ehrlich glaube, ich hätte es schon bekommen. Ich bin wieder in der Killcam. Ich bin immer in der Killcam. Das ist ganz normal bei mir. Aber ich denke, ich hätte es sogar bekommen können. Hätte ich es geschafft. Auf jeden Fall wäre es nice, wenn ihr das Video liked. Um mir zu zeigen, dass ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, war ziemlich nice. Hätte ich echt nicht gedacht. Das war echt gut. 0 zu 27? Wieso? Ach, das ist ein Girl. Ach so, das war ein Mädchen. Hab den Clan. Dann ist logisch, ja. Okay. Nice. Okay. Ja, erstmal los hier aus der Lobby. Denn ich würde das Video für heute erstmal stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinem Kanal für mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau. Was geht, Leute? Mein Name ist Lothar Danny Burnitch. Willkommen back zu einem neuen Live-Kommentary. Und ich bin heute extrem.